Wölfe unterliegen in Anlehnung an die Jahreszeit einem Fellwechsel. Sind sie doch im Sommer aufgrund ihres Sommerhaares so dünn, dass sie gerade, wenn es auch noch schüttet aus Eimern, also richtig regnet, wo sie plitscheplatsche nass sind, noch einmal dünner wirken, möchte man schon gar nicht mehr glauben, dass das wirklich Wölfe sind. So dünn wirken sie teilweise. Ist es aber dann eben die Zeit im Herbst, im Spätherbst, wo das Sommerfell in das dickere, längere, mit der Unterwolle behaftete Winterfell wächst. Dann wiederum im folgenden späten Frühling ist die Zeit gekommen, das dicke Winterhaar abzuwerfen. Plackenweise, sprich auf großen Flächen, sieht man, wie das Haar sich nach und nach rauslöst, aber eben noch nicht abfällt. Häufig scheuern sich die Wölfe hier bei uns im Gehege an Bäumen oder wälzen sich auf dem Boden. Hier sehen wir einmal an dieser Stelle, wie ein paar Reste am Boden haftend zurückgeblieben sind. Möglicherweise hat das Tier sich hier am Boden gescheuert, um eben die, vielleicht juckt es ihnen manchmal im Fell, ich weiß es nicht, aber sich eben von der dicken Last des Winterhaares im späten Frühling, wie gesagt, zu befreien. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie Fragen haben rund um das Thema Wölfe in Deutschland, freuen wir uns, wenn Sie uns diese unter info@wolfcenter.de stellen, damit wir diese in einem nächsten Video für Sie beantworten können.